Aber in meinen Träumen ist diese Welt nicht wie hier. Da wo die Sterne wieder hell reflektieren und wo die Sonne diese Kälte kaschiert, kann es selten passieren, dass man fällt und verliert. Herzlich willkommen bei der Blues auf MFA, schon meine Damen und Herren. Heute schon mal von Blazing Daniel aus seinem Album, was glaube ich jetzt schon raus ist. Kontraste heißt das Album, glaube ich. Matthew One. Ich habe schon die Kommentare gelesen. Es gab dazu noch kein Musikvideo, beziehungsweise ist das Album wahrscheinlich eher rausgekommen, bevor das Musikvideo rausgekommen ist. In dem Sinne, lassen wir uns überraschen. Dieses Musikwerk kam ungefähr vor 15 Minuten online. Hauen wir rein, hauen wir die Tasten, gönnen uns. Man wollte mir einreden, dass ich ein Niemand sei. Jemand, der nicht ernst zu nehmen wäre, weil er keine hohen Klickzahlen oder krassen Erfolge nach 10 Jahren Musik aufweisen kann. Manche fragen mich, wie ich nach all den Jahren und dem so wenig Zurückkommenden weiter Alben machen kann. Die Antwort ist simpel, weil Leidenschaft rein gar nichts mit Erfolg zu tun hat, ihr oberflächlichen, kleinkarierten, menschlich abstoßenden Pisser. Ja, ich fühle mich... Lidisches Intro auf alle Fälle an der Stelle. Hat aber recht. Leidenschaft kann man nicht mit Erfolg messen. Pisser. Ja, ich fühle mich stärker als je zuvor und brech über Zweiflern ein, so wie ein Meteor. Während mein Ehrgeiz für Hoss in deiner Seele sorgt, steh ich auf der Bühne, denn so stell ich mir mein Leben vor. Ich streb nach Mord, wenn du Stress mit mir suchst, doch stehst du vor mir. Hilf nicht mal ein Teleport, denn dann reiß ich dich mit jedem Wort auseinander und du lernst zu fliegen über Bord wie ein Anker. Du versuchst dich... Dann reiß ich dich mit jedem Wort auseinander und du lernst zu fliegen über Bord wie ein Anker. Es ist nicht rein an der Stelle. Anscheinend gibt's anscheinend ein Album, was Geist hieß. Also Geister. Okay. Ich steck da leider nicht so in der Materie drin, deswegen. Versuchst dich noch zu wehren, willst mich auf Klicks reduzieren, doch Worte ohne Gewicht prallen ab an meinem stählernden Panzer. Jede Line von mir ein Kunstwerk, du rappst und jeder wünscht sich, dass du Sturm wärst. Ah, denn du bist Standard wie Areal, mein Flow entgegen. Krankhaft und brachial, renn los. Nicht schlecht. Also die Areal-Line. Denn die Standard-Schriftart ist ja Areal. Erzähl über mich, überall Scheiße, doch es wird böse, wenn ich Echos aus dem Wald schreie. Ich Virus auf Klose, House of Cards. Geister, die du riechst. Okay. Ich bin stärker als je zuvor und brech über Zweiflern ein, so wie ein Meteor. Blazing Daniel. Das heißt gegen jede Norm, nein, ich lass mich nicht verbiegen, darauf geb ich dir mein Wort, Junge. Wer ist das? Ich bin ein Ausnahmekünstler und wenn ihr's nicht erkennt, dann weil ihr taub, stumm und blind wart. Kontraste, Monument. Dieses Wort reicht wie für dich, Konsument. Ja, yeah. Ich vers... Hey, stabil hoch an der Stelle. Muss man einfach sagen. Ich versorge dich mit Real Talk. Niemand supportet Blazing Daniel heute wie vor 6 Jahren als jeder. Meinte Daniel Skisport, was ein krasser Flow. Heute verteufeln sie mich E-Corp. Doch ich zieh die Leidenschaft jeglichem Profit vor und gebe Artemis Corp. Wenn er plötzlich meint, wir waren noch mal ein Team, ja. Natürlich, doch ich hab für die Ratten der Vergangenheit nichts übrig. Ich bin heute für... Schön alle Fälle ein bisschen Real Talk in den... Ich stecke da leider nicht so tief in der Materie drin. Es tut mir leid an der Stelle, aber ich kann dazu von den ganzen Lines leider nicht sagen. Auch E-Corp sagt mir auch komplett null. Anscheinend ist das irgendwie eine Firma gewesen aus den 8, 9 schon wahrscheinlich.
heute für mich und glaub an mich. Wie ihr, auch wenn's kein anderer da draußen blickt. Meine Klicks schwinden, ja, und ich gebe Gas, als stünd ich wieder ganz am Anfang. Dabei ist das hier einfach mal mein 10. Jahr, das nennt man. Na, ich weiß jetzt nicht, was auf Blazing TV kam, also kam oder kommt. Ist wahrscheinlich eher mal so ein Vlog-Kanal. Und hier unten hat es eher was mit Musik zu tun. Deswegen, wie der Kanal ja mit Musik zu tun hat, aber 2011 aufgemacht worden ist, würde ich das mit den 10 Jahren jetzt nicht so unterstützen. Ich weiß, er will jetzt den Anfang von YouTube, also seinen ersten Kanal, will jetzt quasi mit reinziehen. Deswegen sagt er seit 10 Jahren, aber da er jetzt Musik macht, seit 2011 wahrscheinlich, nur Kanal aufgemacht und dann später das Lied hochgeladen, würde ich jetzt 2011 mitzählen. Also 10 Jahren stimmt nicht ganz genau. Ja. Ja, das nennt man Leidenschaft. Und das bedeutet, es kommt nicht drauf an, wie weit du es schaffst, sondern dass du es schaffst, weiterzugehen, wenn die anderen stehen bleiben für Hype oder Fame. Blazen, ich bin wieder. Aber sagen wir so, die Menschen tun ja quasi die Markt dahin treiben, wo sie gern hin möchten. Teilweise. Ist das halt die Marktwirtschaft. Ich bin stärker als je zuvor und brech über Zweiflern ein, so wie ein Meteor. Blazing Daniel. Das heißt gegen jede Norm, nein, ich lass mich nicht verbiegen, darauf geb ich dir mein Wort, Junge. Wer ist das? Ich bin ein Ausnahmekünstler und wenn ihr's nicht erkennt, dann weil ihr taub, stumm und blind wart. Kontraste, Monument, dieses Wort reicht wie für dich, Konsument. Ja, yeah. Ich versorg... Welch ein schickes Musikvideo. Zwar immer die gleiche Location, aber halt, ja... Außer also die jene, das waren gerade am Zaun irgendwo. Oder die rote Jacke anhatte. Ich versorge dich mit Real Talk, wenn andere meinen, über mich zu richten wie Supreme Courts. Du schaust durch ein Zielfernrohr und willst den Boss treffen, Schuss. Daneben bei mir heißt es, wenn ich schieß, Tor. Ich geh nicht in die Knie vor Menschen wie euch. Ich hab den Fleiß, die Kraft, das Talent und das Zeug, um mit der Company das ganze Land zu überfluten. Du willst mich vernichten? Nein, Bro, du kannst es nur versuchen. Ich hatte nie eine Kraft. Ich hatte nie eine krasse Crew, doch hab versucht das Beste zu geben. Und jetzt macht es Boom, bin mit keiner Ratte cool. Sieh, was ich aus Hass erschuf, bei Beef schieß ich schneller als mein Schatten. So wie Lucky Luke, dann baller ich wie MP5s und push mich nach oben. Wenn du schießt, ist es wie bei Team Rocket, ein Schuss in den Ofen. Ich danke keinem. Der hat wahrscheinlich Team Rocket einfach weggelassen. Ich glaube, jeder Typ, der in den Neuschen aufgewachsen ist, kann mit dem Spruch was anfangen. Beziehungsweise wahrscheinlich heute immer noch. Denn als ich unten lag, da konntet ihr verdammten Heuchler doch die ganze Zeit nur an mir zweifeln. Ich bin stärker als je zuvor und brech über Zweiflern ein, so wie ein Meteor. Blazing Daniel. Das heißt gegen jede Norm, nein, ich lass mich nicht verbiegen, darauf geb ich dir mein Wort, Junge. Wer ist das? Ich bin ein Ausnahmekünstler und wenn ihr's nicht erkennt, dann weil ihr taub, stumm und blind wart. Kontraste, Monument, dieses Wort reicht wie für dich, Konsument. Ja, yeah. Ich bin stärker. Das wird wahrscheinlich die Hook nochmal wieder. Oh fuck. Hups. Da hab ich aussehen. Oh fuck. So, jetzt. Tut mir leid, ich bin aussehen auf eine Maus gekommen. Fuck. Die hat automatisch das Ding zurückgemacht. Sorry an der Stelle. Ja, ich bin stärker als je zuvor und brech über Zweiflern ein, so wie ein Meteor. Blazing Daniel. Das heißt gegen jede Norm, nein, ich lass mich nicht verbiegen, darauf geb ich dir mein Wort, Junge. Wer ist das? Ich bin ein Ausnahmekünstler und wenn ihr's nicht erkennt, dann weil ihr taub, stumm und blind wart. Kontraste, Monument, dieses Wort reicht wie für dich, Konsument. Yeah, 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 Leute, das... Oh. Oh.
Okay, jetzt kommen wir. Blazing Daniel redet zu uns. Yeah, yeah, Leute, das war das Musikvideo zu Meteor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das dazugehörige Album Kontraste gibt es jetzt natürlich auch auf Amazon, iTunes, Google Play, Deezer und so weiter. Streamt es, was das Zeug hält. Das Album ist es definitiv wert, es ist das größte. Oh, warte, 30 Dinge hab ich gesehen. 4, das müssen das 6 sein. 3, 5, 6. Also, man kann jetzt schon in den Zahlen sehen. Also, hier das geht, na gut, scheiß drauf. Skizze meistens relativ klein. Alle viele mehr als die ganzen. Achso, okay. Alle Fälle mehr Spielzeit als die ganzen anderen Alben. Definitiv wert, das ist das Größte, was ich jemals gemacht habe. 2 Stunden Länge, 30 Songs, ich denke mal, das sagt alles. Ja, 2 Stunden Länge, habt ihr es gehört. Ich kann jetzt schon sagen, das Alligator-Album, was ich da habe, von Schlaftablettenrotwein 5, das geht gerade mal eine Dreiviertelstunde und da sind, glaube ich, 16 Songs drauf. Oder 15, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so ganz direkt. Das Matrix-Album, Xenon, glaube ich, hieß das, hat eine Spielverlängerung von 32 Minuten. Ja, gut. Und ich könnte so weitermachen. Ich müsste jetzt aber halt nachgucken. Ich glaube, das Zuhälter auf Tape 4 geht, glaube ich, eine Stunde noch was. Von Kollegen, glaube ich. Ja. Alles. Ja, Quantität natürlich, selbstverständlich. Leute, haut rein und bis zum nächsten Musikvideo. Peace out. Die Ficker. Deswegen House of Cards ist wahrscheinlich voll gespickt mit diesen Referenzen zu der Serie House of Cards. Ich habe die aber nicht gesehen. Also. Das Musikvideo. Ich finde es minimal schade, weil wir haben jetzt hier die Locations gesehen. Hier. Von so einem Abriss umgekommenen Dreckshaus, was komplett Witterung, komplett kaputt gefickt worden ist. So, hier. Und jetzt gucken wir uns das hinten an. House of Cards ist auch wieder so eine ähnliche Location. Was ich ein bisschen schade finde an der Stelle. Was ich wirklich ein bisschen schade finde. Ich weiß, er hat nicht dieses Mega-Budget, irgendwas großartig jetzt zu produzieren oder hinzuwichsen. Verstehe ich vollkommen. Aber das ist jetzt gerade mein erster Blick. So, der Beat vorantreiben, fand ich gut. Der Real Talk, ich stecke da leider nicht so mit der Materie jetzt so drin. Ich kann leider jetzt nicht so sagen, hier, das ist da und da passiert oder so. Ich stecke da einfach nicht drin. Das tut mir auch leider an der Stelle. Aber ich kann es mitfühlen. Die Lucky Luke Line, ja gut, ne? Oft gehört. Ich glaube, zuletzt gehört habe ich die bei Finch Asozial. Ich ziehe schneller als mein Schatten. Also jetzt vom Koks her. Ja gut, ne? Trotzdem ein paar nette Vergleiche. Ein paar nette Reime. Ist natürlich wieder auf Retalk ausgelegt und jetzt sind so die übelsten Vergleiche, Reimketten, Punchlines etc. Trotzdem relativ hörbarer Track, muss man einfach sagen. Und ihr könnt das komplette Album, die zwischen noch was, glaube ich, auf Blazing Daniel auf YouTube sogar kostenlos anhören, ihr kleinen Ficker. Falls ihr mehr sehen wollt, dann geht darauf oder ich werde den vielleicht, ich mal gucken, ich verlinke den wahrscheinlich. Ich verlinke das, die 2 Stunden Laufzeit von dem Album Kontraste. Naja, wie ihr findet, können wir natürlich in die Kommentare schreiben. Ich werde natürlich alles verlinken, den Kanal, den Song und Entschuldigung an der Stelle, falls ich nicht vergessen sollte, sogar das komplette Album auf YouTube. Das glaube ich, habe das gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's Sinnvolles und bis zum nächsten Video, ihr kleinen Ficker.